Jo, hallo. Und schon wieder gibt es ein Weltuntergangsdatum. Diesmal ist es ein Rabbi. Sein Name ist Josef Berger und er will das Ende der Welt voraussagen. Und zwar soll das Ende 2022 sein. Genau in diesem Jahr soll nämlich laut dem Rabbi Jesus wiederkehren. Eine besondere Konstellation der Sterne soll das ermöglichen. Und das wiederum soll aus einer alten Prophezeiung hervorgehen. Der Rabbi meint, wenn die Sterne besonders stehen, können sie kollidieren und als Feuerregen auf die Erde fallen. Ein Astronom, Larry Molnar, bestätigt, dass die Sterne momentan 1800 Lichtjahre von der Erde entfernt und bereits explodiert sind. 2022 könnte diese Explosion auch von der Erde aus zu sehen sein. Bei der Explosion sollen sich die einzelnen Sterne zu einem großen Megastern verbinden. Diese soll laut der Prophezeiung die Ankunft Jesu ankündigen und somit das Ende der Welt. Allerdings steht in der Bibel, dass Jesus lehrt, dass kein Mensch den Zeitpunkt seiner Wiederkunft kennt. Auch die Apostel lehren es. Jeder, der behauptet, genau zu wissen, wann Jesus wiederkommen wird, ist im Irrtum. Selbst wenn sich jemand auf besondere göttliche Offenbarung stützt, kann er den Zeitpunkt nicht kennen. Er widerspricht damit Gottes Wort. Also brauchen wir uns quasi nicht bemühen, um einen Wiederkunftstermin zu errechnen. Ich denke da eher an das astronomische Ereignis. Sollten Ihre Vorhersagen zutreffen, wäre das das erste Mal, dass eine solche Sternenexplosion sozusagen mit Ansage beobachtet werden kann. Und das noch mit bloßem Auge. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann heißt es wohl auch in diesem Fall wieder abwarten. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Gut, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und würde mich über einen Daumen hoch freuen und auch über ein Abo und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Okay.